So, herzlich willkommen zu einer Stunde Functional Fit mit mir. Ich bin die Maike und das ist die Nadine. Hallo Nadine, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Wir fangen langsam und ruhig an im Stand. Ihr braucht nichts außer euch und eure Matte. Ihr braucht auch keine Schuhe. Lasst mal eure Schultern sinken. Und wir beginnen langsam, die Schultern zurückzukreisen. Nach oben und nach hinten ziehen. Langer Nacken. Und wir kreisen noch einmal zurück. Und nun bringe deine Arme lang über vorne nach oben. Einatmen. Und ausatmen tief. Wir werden ein bisschen schneller. Einatmen. Und ausatmen. Nochmal ein. Und aus. Lass den Atem fließen. Und schau, dass du deine Schultern tief wächst. Ganz weit weg von den Ohren, auch wenn die Arme lang nach oben gehen. Und noch einmal ganz nach oben. Und dann stoppe vor der Brust. Wir beginnen zu sägen. Zieh mal den rechten Arm zurück. Wieder vor. Und den anderen Arm. Und noch einmal. Und auch nochmal die andere Seite. Bringe deine Arme nach oben. Öffne sie zur Seite. Ausatmen. Einatmen wieder hoch. Und gleich nochmal öffnen. Ausatmen. Und ein. Und aus. So, Achtung, beim nächsten Mal geh tief in eine Kniebeuge. Und die Hände wieder nach oben. Einatmen. Und ausatmen tief. Und hoch. Bleibe oben, nur die Arme öffnen, frontal bleiben, ausatmen. Wieder hoch und tief gehen. Und dann wieder nur die Arme. Sehr schön. Und tief gehen. Geh auf deine Zehenspitzen. Arme tief. Hoch und wieder ab. Ausatmen. Hoch auf die Zehen. Tief. Und tief nach unten. So, Achtung, bleib mal hier oben. Du öffnest dich jetzt und drehst dich in eine Rotation. Bleibst auf den Zehenspitzen. Einatmen hoch und wieder ganz tief gehen. Hoch und öffnen. Dafür brauchst du viel Spannung in deiner Körpermitte. Gleichgewicht tragen. Jede Seite machen wir noch einmal. Und tief. Hoch auf die Zehen. Und open. Bleib oben stehen, nimm nur die Fersen tief. Wir gehen nach unten, verklinken die Finger. Komm zur Brust, atme ein, mach einen Crunch, atme aus. Über den Kopf und über außen wieder tief. Das machen wir genauso weiter, ich zeige es euch mal seitlich. Und über außen tief. Hier achtet bitte darauf, dass ihr beim Tiefgehen eure Knie nicht über die Fußspitze schiebt. Immer schön Verlagerung nach hinten. Ausatmen. So, Achtung, bleibe tief. Stütz dich mal hier. Einatmen, öffne dein Brustbein. Ausatmen, Finger nach innen, release. Einatmen und aus. Sehr schön. So, wir bleiben tief. Setze deine Hände auf der Matte ab. Mach zwei große Schritte zurück. Und jetzt bist du im Hover. Halte mal daneben. To hover heißt schweben. Das heißt, wir schweben fest wie ein Brett über der Matte. Jetzt schiebst du dich nach vorne und nach hinten. Du arbeitest über deine Zehenspitzen. Der Bauch ist fest angespannt. Drück dich auf den Schultern raus. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Genau, super, sehr gut, sieht's aus. Und nochmal vor, zurück. Und schiebst du dich ganz nach vorne und bleibst vorne. Setze nur die Knie ab. Ellbogen sind eng.
bring die Brust nach unten, komm wieder hoch, schreit. Einatmen nach vorne, ausatmen tief, einatmen hoch, ausatmen zurück. Bleiben, streck mal deine Beine. Und jetzt gehen wir ganz langsam, nur mit der Brust nach unten. Der Rest bleibt oben. Sehr schön. Jetzt langsam ablegen. Und dein rechtes Bein lang zurück. Dein linkes Bein lang zurück. Und dann einmal schwimmen. Hände an die Rippenbögen. Einatmen. Komm in die Cobra. Ausatmen tief. Entspannter Nacken. Machen wir noch einmal so. Und nun hebe dein rechtes Bein an. Zieh dich zurück. Genau. Und wieder. Und nochmal. Super. Und auch hier machen wir noch jede Seite einmal. In der Mitte, stell die Füße auf, drück die Knie in den Boden, Po anheben, Push-Up hoch, Child. Und jetzt komm vor auf alle vier und schieb dich ins umgekehrte V, über die Knie wieder zurück, rück, und die Knie wieder hoch, schieb. Der Wunsch wurde geäußert bei den letzten Homework-Videos, dass man es immer mal wieder von der Seite zeigt. Macht ja auch Sinn. So. Schiebt euch ins umgekehrte V. Und hier macht ihr jetzt einen Walk auf der Stelle. Das heißt, ihr schiebt die Ferse im Wechsel tief, tief, tief. Richtig schön die Hüfte bewegen, dadurch ein bisschen mobilisieren, die Waden dehnen. Und dann lassen wir einfach mal unser rechtes Bein gebeugt und das andere strecken wir durch. Einatmen, streck dein Bein nach oben. Leg Extension. Jetzt schau mal mit deinem Blick zu deinen Händen. Beuge dein oberes Bein. Und jetzt streckst du leise und sanft vor zwischen deine Hände. Setz dein Knie ab. Einatmen, komm nach oben. Und ausatmen, Finger berühren sich unten. Einatmen hoch. Atme. Dein hinterer Fuß steht schon bereit. Er ist aufgestellt. Das nächste Mal, wenn deine Arme hochgehen, löse dein Knie. Komm hoch. Es wackelt. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Nochmal. Tief. Und hoch. Setze deine Hände vorne ab. Fuß zur Seite drehen. Beide Hände aufstützen, ein bisschen wippen. Achtung, steig zurück ins V. Jetzt. Und nochmal Walk auf der Stelle. Und dann lasse dein linkes Bein gebeugt. Langsam anheben. Nach vorne schauen. Beug dein Bein. Steige nach vorne. Knie absetzen. Einatmen, ausatmen. Hinterer Fuß steht bereit. Und löse dein Knie. Tief. Und hoch. So, noch einmal lang. Und Hände absetzen. Fuß zur Seite, ein bisschen wippen. Rücken immer schön gerade, Schultern tief. Steig zurück. Und nochmal Walk auf der Stelle. Das tut gut.
gleich aus ist, dann müsste ich nicht vorgehen und es wechseln. Ich glaube, es ist gleich aus. Okay. Setz mal alle eure Knie ab. So, wer möchte, trinkt kurz einen kleinen Schluck. Ich wechsle jetzt das Lied. Ah ja, es wäre noch eine Weile gegangen. Da gehen wir lieber vor und wechseln jetzt zu unseren Runnings. Schluck getrunken. Sehr gut. Okay, Leute, wir gehen jetzt wieder in den Hover. Spannung, Bauch nach innen, Beckenboden schließen. Die Zeit läuft. Wir ziehen. Ein Bein, das andere. Hopp, hopp, vor, vor. Sehr gut. Drückt dich schön auf den Schultern raus. Zeigt euch mal seitlich. Zieh, zieh, zieh. Was ganz, ganz oft passiert ist, dass der Po irgendwo hier oben ist. Oder dass man durchhängt. Also guckt bitte wirklich auch zu Hause, dass ihr eine saubere Spannung habt. Bauch fest. Versucht auch in der Position, den Bauchnabel etwas nach innen zu ziehen. Sehr gut machst du das. Den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule halten. Wir haben jetzt schon 45 Sekunden. Und jetzt machen wir es mal schneller. Und hopp, 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 hopp. Sehr gut. Komm, komm. Runnings oder Bergsteiger. Climbers. Was auch immer. Zieh, zieh. Halte durch. So, Achtung. Jetzt machen wir wieder halbes Tempo. Hold, 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 hold. Woo. Sehr schön. Nochmal Single. Und hopp. Die letzten Sekunden. Sehr gut. Halt durch, halt durch. Allerletzte. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3. Schieb dich ins umgekehrte V. Walk auf der Stelle. Und jetzt laufe langsam nach vorne. Bleib mal tief, lass den Po sinken. Und jetzt rollen wir uns gut hoch. Einatmen. Und jetzt nimmst du deine Hände hinter die Ohren. Ellbogen außen. Achtung, wir gehen tief. Jetzt. Komm. Tief. Hoch. Tief. Sehr schön. So, ein bisschen aktivere Arme. Das heißt, schieb die Arme hoch. Jetzt. Komm mit. Ja. Tief. Hoch. Sehr schön. So, die Zeit läuft. Tief. Hoch. Jetzt machen wir gleich einen Sprung ein. Dann können wir im Wechsel arbeiten. Achtung. Schwing durch. Jetzt. Bauch fest. Tief sitzen. Schwing durch. Tief sitzen, schwing durch, tief sitzen. So, immer wenn du durchschwingst, löse deine Ferse vom Boden. Lösen, tief, lösen, tief. Schöne lange Arme. Hopp. So, wenn jemand jetzt sagt, ich habe Power, löse ich nicht nur die Fersen, sondern ich spring. Yes. Jump. Das zu viel ist, dann löse einfach wieder nur die Fersen. Hopp. Und tief. Immer schön atmen, das ist ganz wichtig. Lass den Atem fließen. Nochmal. Komm, komm. Zieh. Zieh durch. Noch ein paar Sekunden, bis vor. Atme tief. Hoch. Spür mal langsam die Oberschenkel. Acht noch. Sieben. Und noch. Jetzt sind es noch viermal. Perfekt. Zwei Stück. Der letzte. Bleibe tief. Bleib du einfach hier.
Geh nochmal sicher, wenn du da unten bist, dass du hier den Bauch nach innen ziehst, der Rücken gerade ist und die Arme sind schön außen. Schön atmen. Bleib hier. So tief wie du kannst. Muskulatur spüren. Aktivieren. Noch ein paar Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Komm hoch. Wir nehmen die Arme mit. So, ich stoppe immer nur die Zeit da unten an meinem Handy. Schön im Flow bleiben. Rechts, links, passt. Genau, die Arme nehmen wir ein bisschen mit. Das. Schieb, schieb, tief. Schieb, schieb. Wenn du kannst, geh etwas tiefer. Nimm die Hand nach unten. 1, 2, tief. Die andere Hand, die legen wir hier hinten ab. Muss ich wieder mit deiner Richtung kommen. Hopp, hopp. So, sind wir wieder gleich. Beine mattenbreit. Einatmen. Halte. Arme nach außen. Setz dich tief. Bleib. Spreiz die Finger. Zieh den Bauch nach innen. Nur halten. Nacken entspannt. Sehr, sehr gut. Ein paar Sekunden noch. Spür dein Herz. Wir lösen. Nehmen die Schultern zurück. So, ich starte mit meinem linken Fuß. Tief und hoch. Die Hand geht aufs Knie und zur Mitte. Hand aufs Knie. Einmal langsam. Los. Doppeltes Tempo. So, die Zeit läuft. Genau, was ganz wichtig ist, dass immer beide Beckenknochen bei dem Kreuzen nach vorne zeigen. Manche machen das ganz unbewusst, dass sie so ein bisschen ausdrehen. Aber wir machen kein Tanzen. Schön, tief. Arme vor die Brust. Tief vor die Brust. Tief. Ja. Arme gehen hoch. Schön atmen. Ab. So, jetzt versuchen wir mal, den Arm, der hier seitlich hochgeht, den wirklich zur Seite nach oben zu schieben. Also weniger nach hinten, mehr zur Seite. Ihr spürt es dann hier lateral, dann zieht, dann kriegt ihr eine Dehnung. Und wenn du kannst, dann kann die Hand auch noch nach unten auf die Matte kommen. Genau so. Sehr gut. Was sagt die Uhr? Ein bisschen müssen wir noch. Cross. Schön atmen, atmen. Letzte Runde.
7. 6. Noch 4 Stück. 3. Wir stoppen breit. Schultern lockern. Setz dich tief. Arme nach vorne. Schultern zurück. Tiefer. Let's get this thing started. Wir hacken die Luft. Sehr gut. Spür deinen Bauch. Während dem Hacken gehen wir nach außen. Mach alles fest. Stopp. Schultern zurück. Einatmen hoch. Ausatmen, geh ganz tief. Füße mal gerade stellen und strecke deine Beine durch. Kopf hängen lassen. Beine wieder beugen, Füße nach außen. Komm über außen, nach oben. Jetzt zeig deine Hände nach vorne. Knie sind gebeugt. Schau mal, ich gehe. Eine Seite, andere Seite. Ich neige mich lateral zur Seite. Und mach jetzt dazu noch eine schöne Kniebeuge. Ich muss mal zur Zeit gucken. Nadine, du machst es perfekt. Ha, wie schön sieht es aus. So, eine Pause. Die Arme gehen über außen zur Mitte. Komm mit. Hopp. Genau, und wir wippen in den Knien hoch. Hoch, hoch, gut, gut zuhören. Rechter Arm, lateral, Mitte, linker Arm, Mitte, genau, das ändert man immer. Hoch, ziehen, hoch. So, wer möchte, der kann noch höher hinaus. Hopp. Sehr gut. Der andere Arm, der bleibt immer wie eine Eins oben stehen. Die Uhr sagt, wir müssen kurz. Perfekt. Tief. Hoch. So, und wenn jemand sagt, nein, ich mag heute nicht springen, der macht es genauso. Nadine zeigt die schwierigere Variante. Ich die Stufe drunter. Beides super. Je nach Tagesform. Jede Seite noch viermal. Sehr schön. Jede Seite noch zweimal. Packen wir das? Komm. Ja. Einmal auf jede Seite. Halte. Arme, Schulterhöhe. Setz dich tief. Kreisen. Schöne große Kreise. Nacken entspannt. Wir kommen wieder ein bisschen tiefer. Jetzt fass die Hände vorne. Pistole. Jacqueline, die mache ich nur für dich, die Pistole. Einmal nach oben. Woo! Schau auf die Uhr. Perfekt. Oh. Wir lösen, geh nach oben und ab. So, die Schultern zurück. Alles ein bisschen locker. Trink mal einen Schluck, meine Liebe. Sehr gut gemacht. Okay, wir kommen zum nächsten Teil. Ich trinke auch kurz einen Schluck. Meine Flasche hier. Okay, es geht gleich weiter. Wir bauen das Ganze langsam auf. Es kommt immer was dazu. Ich versuche es so langsam zu machen, wie wir es brauchen. Ihr könnt alles geben. Wir gehen jetzt in den Scherensprung. Rechts, links. Den kennen wir schon vom Warm-up. Gut, jetzt machen wir den Scherensprung immer gut. Ich zähl mit. Achtung. 1, 2, 3, 4, stopp.
hier gehen wir ein bisschen tief. Linkes Knie zieht runter. Rechtes. Ha, bei mir ist linke. 1, 2, 3, 4. Immer auf 4 halten wir unsere Hände. Genau. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Nochmal. 6, 7, 8. Nochmal. So, jetzt kommt was dazu und zwar eine Rotation. Ganz kurz. Genau. Hopp, zurück. Hopp, zurück. Es kommt wieder was dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Knie, rück. Hopp, Knie, rück. Hopp, Knie, rück. Wichtig ist, dass der Fuß vom Knie direkt rückgeht, damit er dann wieder nach vorne in den Schädelsprung kommt. 1, 2, 3, 4. Hopp, Knie, rück. Genau so. So, wenn du möchtest, kannst du statt dem Knie einen Kick machen. Kick. Hopp, Kick. Yes. Mal ab, ein bisschen wippen, schau, dass dein Knie schön gerade steht, fixiere auch die beiden Innenseite anspannen, durchatmen. So, jetzt gehen wir langsam etwas tiefer und die Hand hier bleibt hier oben auf dem Knie. Jetzt wandern wir mit dem Fuß nach außen, bis wir wirklich schön weit außen sind und der Fuß zeigt auch nach außen. Nimm deine linke Hand, zieh den Arm nach oben. Ausatmen, tauche ein. Einatmen, hoch, langbar. Lass dich etwas sinken. Und dann schiebst du dich wieder hoch. Becken sinken lassen. Und dann streck dein hinteres Bein. Tief, hoch. Tief, hoch. Genau so. Genau, du bekommst dann hier im Brustbereich eine wunderschöne Länge. Das macht dich auf, die Brust wird geöffnet. Und weil es so gut tut, bleiben wir offen. Dann im Homeoffice, immer im Rund, am Arbeiten. Lass dich ganz weit aufmachen. Zieh dich hoch. Sieht super aus. Okay, langsam geht die Hand jetzt hier nach unten neben die andere Hand. Jetzt steigen wir zurück und beugen beide Beine. Rück, wieder vor. Vor. Und hinten. Vorne. Hinten, schau mal. Vorne, so sieht's aus. Hinten. Vorne. Sehr gut. Geht's noch, Nadine? Ja, was willst du auch sagen, gell? So, wir bleiben vorne. Halten vorne. So, jetzt passt auf. Euer rechter Fuß, der kommt jetzt gleich hier durch. Und bevor er durchkommt, schnapp ihn. Probieren wir's? Wir halten. Und jetzt bleibt ihr einfach so. Drück dich raus. Es darf ruhig ein bisschen zittern. Bauch fest. Lächeln. Und jetzt geht langsam der Popo tief. Füße nach vorne. Jetzt gehen wir mit den Armen nach vorne. Ich weiß nicht, ob ich zu weit vorn bin. Und rollen mal tief. Nimm die Arme nach hinten. Die Arme kommen wieder nach vorne. Komm nach oben. Und bring deine Arme hoch. Okay? Jetzt machen wir das im Tempo, Nadine. Wir gehen. Rück, lang, hab, hoch. Rück, lang. Genau, nochmal. Hat man vorhin nicht besprochen, gell? Ach, manchmal kommt es so spontane Ideen.
Super. Noch 8. 7. Immer schön hoch, tief. 4 Mal. Ja, 4. Hopp. 3. Hopp. 2. Einer. Und wir bleiben oben. Die Arme gehen nach unten. Jetzt nehmen wir die Füße über die Seite. Und kommen direkt auf unsere Füße. Oh. Schultern zurück. Beine öffnen. Ich gehe Tick vor. So passt's. So, wir nehmen als erstes mal unseren rechten Arm hierher, machen die Hände auf. Wir können die Finger zumachen, dass sie so nebeneinander sind oder gespreizt, aber wir machen keine Faust. Die andere Hand legen wir hinten auf unseren Rücken. Wenn es jemand unangenehm ist, ihr könnt euch auch an der Hüfte halten. Okay, jetzt kommt das Knie, zack, nach oben. Hopp, genau. Wichtig bei der Übung ist, wir bleiben geöffnet. Ich zeige es einmal, wie es nicht aussehen sollte. Super. Ja, wir bleiben groß und stark geöffnet. Yes. Achtung, noch 2 Mal. Jetzt hat die seine Pause. Ich gehe mal in den Cross hoch. Komm mit. Jetzt der rechte Fuß, immer der rechte. Schön flüssig. Tief. Tief. Achtung, wieder das Knie. Go. Das ist ein bisschen so. Zack. Ganz schnell. Hopp. Rechts, links. Das habe ich rechts gesagt. Das habe ich dich durcheinander gebracht. Gut. Achtung. Jetzt kommt wieder der Cross. Go. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Noch 4 Mal. Bei der nächsten Runde halbieren wir. Jetzt kommt wieder das Knie. Go. Noch 2. Der Cross. Jetzt. Tief. Hoch. Noch 2. Wir halbieren wieder. Das Knie. Einmal. Zweites Mal. Cross. Das Knie. Woo. Cross. So, das Tempo bleibt so. Einmal Knie. Einmal Cross. Knie. Das ist die leichtere Variante. Wir machen nur eine ganz kurze, ganz schnelle Runde. Achtung, wenn du kannst. Double Time. Hopp, hopp. Woo-hoo. Schön hoch. Tief. Komm, komm. 4 noch. 3. 2 mehr. Wir halten. Arme locker. Puh. Alles gut? Trinken wir was? Ganz kurz, du darfst zuerst hören. Jetzt machen wir das alles auf die andere Seite. Ich trinke auch einen Schluck. Nadine kommt wieder. Wir starten mit der Zähne. Mit dem Fuß. Machen wir gleich noch 4, okay? Achtung, 4. 1, 2, 3, 4. Stopp. Pause. Yeah. Wir gehen wieder ein bisschen tiefer. Gut, nochmal. Pass die Hände vorne. Perfekt. 6, 7, 8. Nochmal. Wir bauen die Rotation ein. Ich guck mal zu Nadine. Hopp, und wieder vor. Zack, und wieder vor. Hopp, perfekt. Und nochmal. Come on. Knie. Knie. Genau, die Nadine kickt schon. Sehr gut, wer möchte? Kick. Achtet immer bei dem Kick
darauf, wenn ihr kickt, dann sollte der Rücken da hinten stark sein durch die Bauchspannung. Also unbedingt den Bauch anspannen, wenn ihr kickt. Machen wir noch? 4 3 2 Einer mehr. Wir bleiben hier. Ein bisschen abstützen. Hinterer Fuß tief. Und du bringst dich so langsam nach unten in eine tiefe Position. Okay. Geht tief mit der einen Hand, die andere Hand bleibt oben. Wir wandern mit dem Fuß nach außen. Bleiben wirklich neben der Matte, das ist wichtig. Wir brauchen hier den Platz. Stütz dich fest ab und bring den Arm wieder nach oben. Wir tauchen ein, genau richtig. Tief und hoch. Ausatmen tief, einatmen hoch. Und versuch wirklich tief sinken lassen. Und hoch, streck dein hinteres Bein. Tief und hoch. Tief. Zwei mehr, dann bleib mal wieder oben. Und jetzt oben halten. Gib wieder schön Länge, drück dich aus der Schulter raus, streck dein hinteres Bein. Und atmen. Sehr, sehr gut. 4 noch. 3 2 Setze deine Hand ab. Beide Hände fest auf der Matte, steig zurück. Und beuge beide Beine. So, wir machen immer 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 Vor. Rück. Ganz wichtig ist, dass du den Schritt wirklich nach vorne neben deine Matte machst. Wenn wir nämlich gleich durchsteigen müssen, brauchen wir unbedingt den Platz. Nochmal. Vor. Super, Nadine. Ja, so sehen unsere Mitglieder aus. Rück. Wir bleiben vorne. Erstmal nur halten. Schau, dass dein Knie über deinem Fuß steht. Bist du bereit? Der Fußkopf ab in dir. Okay? Ah. Und nach vorne. Und rausdrücken. Legend. Gleich haben wir. Bleib bei mir. Yes. 4 3 2 Popo tief. So, Nadine, dreh du dich mal in meine Richtung. Hände hinter die Ohren. Wir gehen langsam tief und bringen unsere Beine nach oben. Wir starten jetzt mit dem Crisscross. Und schieb, 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 schieb. Genauso. So, jetzt lass ich dich mal weitermachen und erkläre kurz was. Wir versuchen immer beim Crisscross geöffnet zu bleiben. Man neigt dazu, sich so komplett zuzumachen. Versuche aber den Ellbogen eher hinten zu lassen und nur mit dem geöffneten Oberkörper zu arbeiten. Sehr, das sieht man super, sehr schön. Genau so. Klingt gleich nochmal anstrengend. Achtung. Okay, Achtung, schau mal. 1, 2, 3 Dreh den Oberkörper. 1, 2, 3 Oberkörper. Oh, ich kann gar nicht mehr reden dabei. Genau so. Zack, zack. 1, 2, 3 Jede Seite noch einmal. Stopp. Zieh dich nach oben. Komm auf deine Füße und komm hoch. Heieiei, wir öffnen unsere Beine. Endspurt. Jetzt brauche ich echt kurz deine Hilfe. Den haben wir oben, gell? Ja, so war's. Schulter tief. Achtung, beginnen hier mit dem Bein. Das Knie. Hopp. Wir machen wieder nur das Knie. Geöffnete Hand. 4 3
Achtung, jetzt kommt nur der Cross, der ist wieder so flüssig. Tief, hoch, tief. Lass es fließen. Genau so. Das Knie. Viermal. Vier. Drei. Zwei. Cross. Viermal. Go. Vier. Drei. Zwei. Und wieder das Knie. Viermal. Machen wir nochmal. So. Drei. Zwei. Cross. Go. Jetzt. Noch zwei. Und jetzt halbieren wir wieder. Oben das Knie. Noch einer. Unten. Cross. Nochmal zwei oben. Hop. Unten. Nur einmal. Das Tempo bleibt gleich. Oben. Unten. Oben. Machen wir gleich ein bisschen Tempo am Abschluss. Einmal noch so. Double time jetzt. Yeah. Komm. Woohoo. Noch vier. Drei. Zwei mehr. Wir stoppen. Schulter zurück. So, jetzt muss ich echt gucken. Ha, wir sind gut in der Zeit. Ein bisschen enger. Leute, und wir gehen. Kannst du nicht wissen, gell? Jetzt, genau. Gebt mir nochmal alles, was ihr in euren Beinen habt. Gleich haben wir's. Zwei noch. Letzter. Wir gehen nach unten. Steigen zurück und setzen mal die Knie ab. Achtung, macht mal euren Rücken rund, gerade. Jetzt machen wir zum Abschluss noch was. So, die Knie gehen ein Stück zurück. Jetzt nimmst du deine Hand und nimmst sie diagonal neben der Matte nach außen. Komplett, super. Und jetzt gehen wir hier in den Push-Up. Andere Seite, wir machen erstmal langsam. Genau. Jetzt kann ich euch mal was zeigen. Sie macht super. Oft macht man das gerne auch unbewusst, dass man zwar die Bewegung der Hand macht, aber den Po hinten lässt. Das ist dann nicht anstrengend. Daran könnt ihr es merken. Der Körper muss mit nach vorne. Das heißt, du gehst wirklich hier mit nach unten. Okay? Der Popo ist nicht zu sehen. Puh. So. Jetzt machen wir noch jede Seite einmal. Dann bleibt ihr auf den Knien. Du darfst dich jetzt aufrichten und kommst hier zurück. Ich gehe ganz kurz die Musik wechseln. Wow, ihr seid super. So, jetzt muss ich nur ganz schnell das richtige Lied finden. Gleich haben wir es. Sorry, so jetzt. Die Knie mattenbreit öffnen. Die großen Zehen schließen. Ihr sitzt hinten auf der Ferse. Lasst erstmal euren Atem fließen. Spürt, wie euer Herz noch schlägt. Jetzt mal die Schultern runter, Hände neben euch. Und wir kreisen mal die Schultern zurück. Dann lasst deine Hände einfach mal tief. Und jetzt zieh dein rechtes Ohr zur Schulter. Zur Mitte und nimm dein linkes Ohr zur Schulter. Schultern sind tief.
wieder zur Mitte. Nochmal beide Schultern zurückkreisen. Und jetzt nehmen wir unsere Hände mal hier auf die Seite rüber und stellen uns vor, wir wollen gerne den Boden vor uns immer in einem Halbkreis sauber machen. Das heißt, wir wischen jetzt hier einmal nach vorne und nur nach hinten. Und wieder nach vorne und nach hinten. Der Popo, der bleibt noch hinten. Sehr gut. So, beim nächsten Mal gehen wir mal mit der rechten Hand hinten auf den Fuß und nehmen den Arm jetzt hier hoch. Der Po bleibt aber immer noch tief. Zur anderen Seite kommen. Genau. Ganz locker den Kopf mitnehmen. Und jetzt stell dir mal immer vor, jedes Mal, wenn du den Arm so nach hinten ziehst, spann deinen Bauch fest an. Denn wenn wir gleich in eine Rückbeuge gehen, ist es ganz arg wichtig, dass du den Bauch festmachst und so dein Rücken stark ist. Probieren wir es mal. Bauch entspannen, hochkommen. Oh, das tut gut. Und zur anderen Seite. Ausatmen. Einatmen. Mach mal jede Seite noch einmal. Jetzt kommen wir nach vorne und rollen uns mal hoch, Schultern wieder zurück. Sehr gut. Stütz dich vorne ab, stell deine Füße auf. Und jetzt lauf mit den Händen zurück, bis deine Füße stehen. Und roll dich einmal Wirbel für Wirbel ganz langsam auf, bis du oben bist. Ich gehe mal zwei Schritte vor. Dann kommst du hoch und ziehst die Schultern zurück. Deine Füße sind etwas mehr als hüftbreit geöffnet. Wir öffnen die Arme. Open. Jetzt machst du dich rund. Ausatmen. Finger nach vorne. Und wieder öffnen. Genau. Und wieder rund. Und wieder öffnen. Sehr schön. Du machst dich rund. Und öffnen. Nochmal. Öffnen. Bleib geöffnet. Lass deine Arme wieder sinken. Atme ein, geh nach oben, schließ die Hände. Atme aus, komm vor deine Stirn. Atme ein, geh wieder hoch. Und aus über außen. Nochmal ein. Komm etwas tiefer bis vor deine Brust. Und wieder hoch. Und wieder tief. Nochmal. Komm bis vor deinen Bauch. Und wieder hoch. Und jetzt gehst du über außen ganz nach unten. Beug deine Beine. Leg die Hände ab und strecke jetzt deine Beine. Lass den Kopf einfach mal hängen und bleib gestreckt. Beuge deine Beine wieder und komm über außen hoch. Schließ die Hände. Atme aus, komm vor die Brust. Öffne die Arme, atme ein, halt die Luft an. Und aus. Einmal hoch, das letzte Mal. Kopf vor deine Stirn, Kopf vor dein Herz und relax. Wow, das war's. Ich bedanke mich bei euch. Es hat super viel Spaß gemacht, natürlich live bei uns im Studio im F1. Macht es noch ein bisschen mehr Spaß, aber auch hier Nadine mit dir. Vielen Dank und ich hoffe, ihr macht zu Hause kräftig mit und seid bei unseren Videos wieder voll dabei. Wir geben uns alle Mühe, geben alles und freuen uns, wenn wir uns dann wieder im Studio sehen. Macht's gut, bleibt gesund und so fit. Bis bald. Tschüss.